Hallo liebe Freunde und einen schönen Tag wünsche ich euch. Willkommen zurück bei Altes Live. Alfonso Di Maria, dem alten Salzverarbeiter. Ich habe in den letzten 2 Folgen mir eine Salzlizenz gekauft, bin zum Salzfeld gefahren, wurde fast von LKWs gerammt und getötet, habe jetzt das Salz verarbeitet und bin jetzt auf dem Weg, um den Cash-In zu machen. Dazu muss ich auf jeden Fall wieder hier zurückfahren. Die Frage ist, wo ist denn der Alfonso gerade hier? Erstmal den Weg hier zurückfinden zum Highway oder zumindest zur geteerten Straße. Und dann von da aus auf uns machen wir uns auf den Weg zum Händler. Dann danach wird es richtig heikel, weil dann könnte es natürlich sein, dass uns irgendwo böse Rebellen auflauern und uns überfallen wollen. Wobei ich jetzt oder zumindest die letzten paar Minuten weder Personen gesehen habe noch Helikopter gehört habe. Wir wurden einigermaßen verschont von anderen Spielern. Wobei das Server gerade auch ganz gut voll ist, also ist es nicht so, dass ich hier wirklich alleine bin, ganz im Gegenteil. Hier ist ordentlich die Hütte voll. Wobei, den Weg haben wir jetzt eigentlich recht schnell gefunden. Otto von Bismarck ist aus dem Gefängnis ausgebrochen, ja, heiliger Strohsack. Das wollen wir natürlich nicht, der ist direkt, dieses Gefängnis ist ja direkt neben der Salzverarbeitung, neben dem Salzabbaugebiet. Das heißt, den können wir auf dem Weg treffen, wenn er mit dem Auto unterwegs ist. So, den Highway haben wir gefunden. Dann markieren wir uns mal, wo wir abbiegen müssen. Hier. Also nur nochmal, hier unten ist das Staatsgefängnis. Wie gesagt, da fahre ich jetzt gerade runter. Ich hoffe, dass ich diesen Herrn Bismarck nicht treffe. Das ist ein Strommast hier, oder? Ein Telefonmast war das genau, ein Telefonmast. So. Am Anfang ist es natürlich noch ein bisschen langweilig, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das sehe ich auch ein, dass diese Folgen jetzt hier nicht voller Action sind. Aber im Endeffekt geht es ja auch darum, sich hier was aufzubauen. Und ich denke, das gehört genauso dazu, die Touren mitzumachen bei Altes Live. Oder sagen wir mal so, ganz am Anfang, bevor ich oder wie ich meine ersten Videos aufgenommen habe, habe ich meine Zuschauer damals mal gefragt, was wollt ihr denn haben? Soll ich diese Fahrten rausschneiden oder nicht? Und die haben sich alle dazu geäußert, dass man das drin lassen soll. Ich verstehe auch, dass es nicht unbedingt der unglaublich krassen Unterhaltungswert hat. Aber es ist zumindest was, was wieder mit Altes zu tun hat. Ich erkläre euch ja auch sehr viel, was ich hier vorhabe. Und ich denke auch, sobald wir jetzt nicht hier gerade bei Sophia rumfahren, dass wir auch in diesen Momenten die eine oder andere witzige Situation oder das eine oder andere RP aufschnappen werden. Natürlich ein bisschen schade jetzt, dass ich die Salzroute gewählt habe, aber ich konnte mir keine andere Lizenz kaufen. Und für 80.000 hoffe ich doch mal schwer, dass sich der Einsatz lohnt und wir dann schnell auf eine andere Route wechseln können, die nicht Salz ist. Ich denke auch, dass wir jetzt hier für diese Aufnahme dann mit dem Salz es mal sein lassen. Einfach nur, weil hier oben auch nicht wirklich viel los ist. Ich möchte natürlich den Teufel nicht an die Wand malen. Ich kann immer noch überfallen werden. Das weiß man nicht. Aber dann habt ihr zumindest mitbekommen, dass ich von Kupfer zu Salz bin, dann Salz gemacht habe und wenn ich dann das nächste Mal eine Aufnahme mache oder mal gucken, vielleicht dauert es hier noch ein paar Folgen, wenn heute noch was los ist, dann wisst ihr auch, warum und wieso der Ralf jetzt auf einmal eine andere Lizenz hat und welche Tour er dann macht. Dann habt ihr auf jeden Fall nichts verpasst. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das machen würdet, wenn ihr neu anfangt und Altes live aufnehmt. Würdet ihr das auch alles zeigen? Würdet ihr das schneiden? Würdet ihr Sachen auslassen? Ich kann nachvollziehen, dass es später dann ein bisschen anstrengend wird, wenn es dann wirklich darum geht, Millionen zu scheffeln, dass es dann da wirklich egal ist, ob ihr bei jeder Farmtour dabei seid. Aber ganz am Anfang, so wie jetzt, wenn ich mir hier was aufbaue oder eben anfange, eben mein großes Pizza-Imperium aufzubauen, ist es doch dann ganz interessant zu wissen, was doch dann im Detail passiert ist. Auch ganz besonders wichtig, weil ich denke, dass jeder Spieler, den ich jetzt hier sehe, mit dem ich mich unterhalte, oder eine Art Roleplay habe, oder zumindest eine Beziehung aufbaue, doch dann später für euch ein Unbekannter sein wird, den ich aber dann schon kenne. Und das wäre natürlich schade, wenn man das dann nicht aufgezeichnet hat oder solche Momente nicht miterlebt hat. Wie gesagt, man weiß es nicht. So, links von uns ist auch die Salzwüste wieder. Wie schnell fährt eigentlich die Karre? 170, okay, alles klar. Also langsam ist er nicht der Kumpel hier. Ich würde sagen 170 Bremsweg und so bei 300 Metern fangen wir an, das zu bremsen an. Ne, fangen wir bei 150 an.
Ne, hier. Ah, gar nicht so schlecht, die Bremsen. So, wir biegen hier ab. Und fahren zum Salzverarbeiter. Der Salzverkauf. Ah, der ist da unten am Strand. Den kenne ich. Die Bude kenne ich. Ich werde aber weiterhin auf den Sandstraßen hier bleiben, weil ich einfach zu viel Schiss habe, dass ich mir irgendwo, wenn ich Offroad fahre, mein Auto kaputt mache. Deswegen werde ich jetzt mal ein bisschen weniger quatschen und mehr auf meinen Fahrstil achten. Ganz gefährlich sind diese Steine, die einfach aus dem Nichts aufploppen, so vor einem, so, die so 3 Meter vor dir dann auf einmal zack da sind. Wie jetzt hier links zum Beispiel, ihr seht es an diesem Grünzeug, dass da so langsam wächst sozusagen. Das geht auch mit Steinen ganz gut. Ja, hier links sieht man es gerade wunderbar, wenn ich in der Straße entlang laufe, langfahre, wie sich hier dieses Unkraut da mit aufbaut nebenbei. Wobei Steine sehe ich gerade, liegen da schon immer. Naja gut, vielleicht habe ich mich auch getäuscht. Vielleicht ist es nur bei der Vegetation so, aber Steine sieht man immer. So. Ich meine, wenn jetzt hier irgendwie Rebellen sein sollten oder irgendwelche Gegner, dann habe ich jetzt sowieso verloren. Mit meinem Jeep komme ich nicht wirklich schnell weg. Und mit Salz habe ich auch schon dabei, von daher sieht aber eigentlich ganz gut aus. So, gleich sind wir unten am Strand. Dann ist da ein kleines Tor, da können wir reinfahren. Da unten ist auch noch so eine Gaspipeline. Oh, und ich nehme Bosch-Fahrenreif. So, der Zaun hier. Der wird mal professionell umgefahren. So wie sich das gehört. Und da müsste der Händler jetzt irgendwo hier stehen. Genau, da steht er schon. Wunderbar. Aber auch, dass der Zaun zu ist, zeigt mir, dass hier nicht viel geht. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir von dem Typen kriegen. 1500, das heißt, wir kriegen, naja, doch, es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Du bist ein Level aufgestiegen und nun Flüchtling Level 2. Juhu! 73.000. Kann sich sehen lassen, Leute. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Jetzt müssen wir nur gucken. Achtung, Raubüberfall. Rebellen Außenposten Ost. Schildkröten. Diamantenmine. Gott, hier sind Schildkröten. Abbaugebiet sozusagen. Ein Bootsspawn haben wir da. Ist eigentlich auch sehr interessant. Hier ist der Händler für die Schildkröten. Tabakplantage, Diamantenverkauf, Eisenmine. Ah, da ist eine Eisenmine auch noch. Geil. Das heißt, ich müsste zurück nach Sofia, um mein Geld zu sichern. Ja, da führt kein Weg dran vorbei. Das ist wahrscheinlich auch das Beste für mich gerade. Okay, wir haben jetzt also auch gelernt, man steigt im Level auf, sobald man mehr Geld verdient. Umso mehr Geld man hat, umso einen höheren Rang erhält man. Bin ich mal gespannt, wenn ich jetzt gerade Level 2 geworden bin, habe ich glaube ich in Summe jetzt 100.000 eingenommen. Ich glaube, das war 100.000 einnehmen war die erste Hürde, die zu nehmen war. Ja, das heißt 73, ne, Moment nochmal, jetzt müssen wir noch schauen. 73.500 habe ich bekommen. Die Lizenz hat 80.000 gekostet, das heißt, mit einer Tour habe ich fast die Selbstkosten, also die Kosten der Lizenz wieder drin, was ja eigentlich schon mal nicht verkehrt ist. Ich glaube, ich fahre mal hier links lang. Ein bisschen Offroad nach Sofia. Und die nächsten paar Touren wären natürlich geil gewesen, wäre jetzt noch jemand dabei gewesen. Dann hätten wir zu zweit einfach mal 73.000 gemacht. Das ist dann schon rentabel, würde ich mal sagen, hier Salz. Und vielleicht noch ein zweites Auto, wobei man es passt ja schon alles in einen Rucksack rein. Eigentlich braucht man kein zweites Auto. Wie gesagt, wenn ihr Interesse habt und ihr spielen wollt, schaut auf den Server. Webseite wie immer in der Videobeschreibung, dass ihr auch wisst, wo der Ralf sich aufhält und ihr mich heimlich stalken könnt. Wenn wir uns nochmal treffen, würde es mich sehr freuen, wenn ihr im RP bleibt. Nicht so, oh, Ralf Inger, ich kenne dich von YouTube, sondern dann eben auf mich zukommt und mich fragt, wer ich denn bin und so und diesen ganzen RP-Kram halt. Würde ich sehr feiern und wenn nämlich so eine Situation entsteht und wir dann ein gutes RP haben und es wäre eine Aufnahme besteht, dann ist es natürlich saugeil, ne?
Das ist natürlich eine Sache, die mich dann auf jeden Fall auch sehr, sehr glücklich macht und ihr als Zuschauer da draußen bestimmt auch ganz, ganz geil findet. Einfach nur, weil es dann meistens zu doch recht witzigen Situationen kommt oder eben völlig eskaliert. Es gibt immer beide Seiten, ne? Manchmal gibt es Sachen, manchmal gibt es Leute, die triffst du, die haben einfach Mordspaß am Roleplay und die ziehen es dann eiskalt durch und wollen dich gar nicht mehr loslassen und die ganze weiter mit dir quatschen. Und dann hat man die Leute, die eigentlich gar nicht wissen, was sie sagen sollen, weil sie so ein bisschen überfahren sind von der Art und Weise des Roleplays, das ich meistens mache, oder einfach nicht damit rechnen, so eine Quasseltasche wie mich zu treffen. Jo. Apropos Quasseltasche. Wir sind auf dem Weg nach Sophia, um unser Geld zu sichern. Das bringen wir gerade mal zur Bank. Wie gesagt, die Tour hat sich gelohnt. Die Marktpreisentwicklung kenne ich jetzt leider nicht. Das ist immer noch schade. Bei den meisten Servern, die ein Marktsystem hatten, habe ich das gesehen, dass es ein Plugin gab, das dann im Menü angezeigt hat, welcher Kurs gerade wie steht. Also in dem M-Menü hier. Vielleicht habe ich es auch nur übersehen. Selbst Teilbau, Lizenzen, Bußgeld. Nee, irgendwie. Irgendwie nicht. Oh, guck mal da unten. Raikun ist Level 7. Ja, er hat auch schon ein bisschen Geld gemacht, so wie es aussieht. Der ist jetzt auch nicht gerade ein armer Schlucker. Vielleicht sind auch die Levels jede immer 100.000, ich weiß es nicht. Auch möglich. Warum zeigt mein GPS gerade die Straße eigentlich nicht an? Ah, okay, danke. Siehst du, man muss noch ein bisschen mit dem GPS schimpfen und schon ist die Straße wieder da. So will ich das haben. Ansonsten habe ich vor kurzem mal mit Mentor gesprochen wegen Epic. Die Planung zu Epic steht weiterhin. Wir haben auch den Server schon und das Konzept steht. Wir haben auch schon uns viele Gedanken dazu gemacht. Das Problem ist jetzt nur, dass wir gerade beide nicht die Zeit haben. Ich bin sehr bei Minecraft Legend eingebunden und Stefan kümmert sich gerade um eine Ausbildung und hat deswegen eben nicht so viel Zeit für YouTube. Das heißt aber nicht, dass dieses Projekt nicht in die zweite Runde geht, aber ihr müsst uns ein bisschen Zeit lassen, um das Ganze richtig zu organisieren und aufzubauen. Und jeder, der Mentor, dessen Kanal kennt, übrigens, falls ihr nicht kennt, auf der rechten Seite bei mir im Kanal ganz oben verlinkt, weiß eben auch, wenn es keine Videos bei ihm gibt, dann ist er ein bisschen beschäftigt. So. Wo ist hier die Bank? Da vorne links, alles klar. War auf jeden Fall bis jetzt eine sehr ruhige Tour. War auch sehr angenehm. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht direkt beim Bankautomaten überfallen werde. Ich bin am Bankautomaten vorbeigefahren, auch nicht schlecht. Ist der hier direkt an der Tankstelle? Das ist eine Telefonzelle? Ich glaube, der Ralf ist ein bisschen blind geworden mit dem Alter. Ach Gott. Ich bin wirklich dann vorbeigefahren. Alter Ralf, du bist ja eine hohle Nuss. Ich bin ernsthaft dran vorbeigefahren. Naja, wie gesagt, meine Augen sind nicht mehr die besten, Leute. Da ist nur die Frage, wo steht da die nette Bank? In dem Ding. Ah, hier drin, alles klar. Deswegen bin ich vorbeigefahren, ich habe es nicht gesehen. So, wir zahlen mal unser Geld ein in die Bank. 73.500. Nee, so viel habe ich leider nicht. Einzahlen. Und haben jetzt ein Gesamtvermögen von 85.000 wieder. Wunderbar. Das heißt, wir haben das Geld, das wir für die Salzlizenz ausgegeben haben, wieder reingebracht. Was wirklich cool ist. Das heißt, durch das Gehalt, was ich bekommen habe, die alle 5 Minuten die 1000 Dollar. Und habe ich Z gedrückt? Habe ich Speichern gedrückt? Ja. Haben wir dann doch das ganze Geld wieder reingeholt? Alter, bin ich froh, dass ich mein Geld gerade abgegeben habe. Die sehen nicht sehr freundlich aus. Alter, bin ich froh, ey Leute, bin ich froh. Das sind doch bestimmte Rebellen. Ich muss den, glaube ich, mal hinterherfahren. Ich muss dir noch ein Angebot machen, ob ich denn dein Pizzalieferant werden darf, wenn ich denn mein Pizzageschäft aufgebaut habe. Fahren die Patrouille oder? Weiß gar nicht, wo die hingefahren sind. Gut, aber ein Stoppschild, da muss ich anhalten. Wundert mich aber, dass die mich nicht angehalten haben, wenn es Rebellen waren. Sahen auf jeden Fall gut gerüstet aus.
Wo ist denn der Ralfonso? Ich würde sagen, der Ralfonso biegt mal nach links ab. Ah, da hinten steht das Auto. Guten Tag, hallo. Pizza für Jonas Wagner. Hallo. Guten Tag, die Herren. Hat hier jemand eine Pizza bestellt? Oh, das war dann wahrscheinlich mein unfähiger Bruder. Mein Name ist Ralfonso Di Maria. Ich bin der Pizzabote hier aus Sofia. Ich habe mir ein kleines Geschäft aufgebaut und dachte, Sie haben eine Pizza bestellt. Oh, so ein Mist. Okay, na dann ist das natürlich wieder so eine Scheiße. Dann hat wieder irgendein Idiot bei uns angerufen. Aber falls Sie Pizza brauchen, bitte melden Sie sich bei Ralfonso Di Maria, beste Pizza in Sofia. Dankeschön, gute Tage noch und eine schöne Waffe. Auf Wiedersehen. So, alles klar. Die haben also keine Pizza bestellt und scheinen ja auch ganz friedlich zu sein. So. Dann wünsche ich euch da draußen noch einen schönen Tag. Hoffe, ihr fühlt euch gut unterhalten hier mit diesen Videos, auch wenn nicht viel los war. Wie gesagt, denkt dran, das Pizza-Imperium in Sofia gehört bald Ralfonso Di Maria. Und vielleicht euch, wenn ihr auch mit dazu gehören wollt zur Pizza-Gang. Dann können wir noch irgendwie sowas aufmachen wie die Turtles damals, ne? So eine verfressenen Schildkröten. Wobei Schildkröten kann man hier auch farmen. Gott, diese Möglichkeiten, die wir haben, sind ja echt wirklich grenzenlos. So, dann würde ich mal sagen, packe ich mein Auto hier in der Garage, wenn ich nur wüsste, wo die Garage ist. Das wird noch eine coole Sache hier. Wo ist die Garage? Wo ist die Garage? Wo ist die Garage? Halt, Ralf und sein GPS. Komm, das kriegen wir aber noch hin. Das kriegen wir noch hin. Die Garage finden wir noch gemeinsam, oder? So, rein da und nochmal rechts abbiegen. Ist das hier die Garage? Ah. Alter, wo ist denn die Garage hier, Leute? Hier. Wenn ich hier. Ist das. Das ist da vorne das Notebook? Ist das die Garage? Wirklich? Wir werden es gleich rausfinden, wenn ich da bin. Pass auf. Ja. Wege Store, Regeln Garage. Alles klar. Da-ding! Weggebeamt. So, Leute. Autos in der Garage. Ralf hat Salz gemacht. Und wir haben zur NWO schon Connections geknüpft, weil die wissen jetzt, dass wir der beste Pizzadiener in Townsend, in Sofia. Ralfonso Di Maria. Die beste Pizza. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Ich bin draußen. Ciao, Leute.